Heute beginnt also ganz offiziell mit der Feststellung des Ergebnisses der schriftlichen Schlussabstimmung ein neues Kapitel in der Geschichte der CDU Deutschlands. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam als Team CDU heute mit der Arbeit des neuen Vorstandes beginnen. Wir haben mit dieser Wahl nicht Geschichte geschrieben, sondern wir haben mit diesem Parteitag Zukunft geschrieben. Auf Armin Laschet entfielen 796 gültige Stimmen. Das entspricht 83,35%. Damit ist Armin Laschet zum neuen Vorsitzenden der CDU Deutschlands gewählt. Mein Ziel ist es, führen und zusammenführen. Bei den politischen Aufgaben bleibt die Pandemiebekämpfung das Wichtigste. Aber wir werden recht bald schon auch mit unserer Schwesterpartei, der CSU, über das Wahlprogramm, über die Ideen für diese 20er Jahre, die immer noch vor uns liegen, beginnen. Und ich danke für dieses große Vertrauen, dass 83% meine Wahl unterstützen.